Die Höhlen von Bimbetgar im zentralindischen Staat Indiens Madhya Pradesh, die gewöhnlich als ältestes Habitat des prähistorischen Menschen dieses Subkontinentes bezeichnet werden, befinden sich inmitten dichter Wälder mit einer mannigfaltigen Tierwelt. Diese Höhlen boten den ersten Sammlern und Jägern einen natürlichen Schutz vor wilden Tieren wie auch von den Unbilden des Wetters. Es ist wissenschaftlich nachweisbar, dass diese Höhlen bereits zur Steinzeit bewohnt waren und es bis vor knapp 1000 Jahren blieben. Die Höhlenbewohner hinterließen uns Beweise für ihre Gegenwart in Gestalt von Felsenmalereien, die aus Bimbetgar eine Stätte machten, die mit denen von Europa wie Lascaux und Altamira verglichen werden kann. Die Malereien an den Wänden dieser Höhlen entstanden über einen Zeitraum von 13.000 Jahren zwischen 12.000 v. Chr. Und 1000 nach Christus. Die Höhlenmalereien von Bimbetgar und anderer Felsenunterkünfte dieses Subkontinentes stellen die Anfänge der indischen Malkunst dar. Warum malten die Menschen der Steinzeit? War es ein Versuch, sich mit Hilfe von Bildern zu verständigen, weil die Sprache noch nicht völlig entwickelt war? Hatte es irgendwas mit Magie, Religion oder Schamanismus zu tun? Oder stellen diese Bemühungen die ersten Versuche der Menschen dar, ihrem angeborenen Drang nach Kreativität Luft zu machen? Unterschiedliche Gelehrte vertreten unterschiedliche Ansichten. Wobei aber kein Zweifel daran besteht, dass die Felsenmalereien von Bimbetgar von unterschiedlichen Generationen in übereinanderliegenden Schichten angefertigt wurden und die Evolution des Menschen vom Stadium des Jägers und Sammlers bis zum Ackerbauen dokumentieren. Demzufolge änderten sich auch die Impulse, die sich hinter diesen Bildern versteckten. Motive und Stil wurden mit der Zeit komplexer. Während die ersten Bilder Tiere wie Elefanten und Eber auf naturalistische Art darstellen, sind die späteren komplexer und ihre Form stilisierter. Die Höhlen von Bimbetgar enthalten über 1300 Malereien und sind heute eine der größten Kostbarkeiten dieser Art. Indiens Mal- und Bildhauerkunst zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Kontinuität aus, trotz der enormen gesellschaftlichen Veränderungen, die sich in den letzten 5000 Jahren vollzogen. Diese Exemplare moderner indischer Stammeskunst, die im Bharat Bhavan in Bhopal aufbewahrt werden, erinnern stark an die Malereien von Bimbetgar. Diese Ähnlichkeit bezieht sich darauf, wie es ausgezeichnet es ihnen gelang, an religiösen Gegenständen, die eine magische Funktion ausübten, Dekoratives mit Funktionellem zu verbinden, wobei sich natürlich verglichen mit den Künstlern von Bimbetgar Technik und Schönheitsempfinden der pastoralen Gemeinschaften weiterentwickelten. So zum Beispiel verwenden die Bewohner des Bastar-Distrikts von in Madhya Pradesh eine alte und raffinierte Technik zum Anfertigen traditioneller Messingskulpturen, die säkuläre wie auch rituelle Zwecke erfüllen. Dieses Abbild einer örtlichen Gottheit namens Telangini lässt erkennen, dass die Ansässigen in dem Millennium nach Bimbetgar, nachdem sie die Metallurgie gemeistert hatten, ihre eigene Mythologie entwickelten, die ihnen beim Anfertigen ihrer Skulpturen Pate stand. Und so haben die Pferde in diesem Bild aus Bastar eine auffällige Ähnlichkeit mit den im Bimbetgar dargestellten Pferden.
Ganz im Gegensatz zum Alltag in unseren modernen Städten, wo Mythen und Legenden auf irgendwie unbehagliche Art Seite an Seite mit dem säkulären Alltag existieren, ist die Welt der Mythen für die Stammesgemeinschaften ein fester Bestandteil ihrer Alltagsrituale. In diesem Relief von Ganesha, dem Gott der Weisheit, wird Ganesh als Teil eines Landschaftsbildes mit einem pastoralen Hintergrund dargestellt. Genauso wie der Schlangengott Sheshnag, der, wie es in einer Legende heißt, die Erde auf seinem Kopf trägt, in diesem bunten Bild zum Quell aller Wälder, Bäume und Pflanzen wird. Übrigens greifen moderne indische Maler ebenso auf die Mythologie zurück, um ihren Vorstellungen und Ansichten Ausdruck zu verleihen. So zum Beispiel verwendet Manjit Bhava, ein namhafter Maler aus Delhi, die mythologischen Figuren Krishna und Radha, um unsere von Hass und Gewalt gekennzeichnete Gesellschaft an deren Botschaft von Liebe und Mitgefühl zu erinnern. Manjit überträgt ganz bewusst die Gestalt von Krishna und Radha auf das berühmte Liebespaar Hir und Ranja aus der indischen Folklore, um seinen Arbeiten einen säkulären Charakter zu verleihen. An seinen Darstellungen menschlicher und Tierfiguren ist ein starker Einfluss der Stammeskunst zu erkennen, der ihnen einen zeitlosen Charakter verleiht. In Indien sind die alten Traditionen der Stammeskunst nach wie vor lebendig. Der Fortschritt hielt zwar auch für diese Menschen Einzug, ohne aber ihre kulturellen Eigenheiten zu zerstören, um deren Erhalt man sich heute ganz bewusst in Einrichtungen wie dem Bharat Bhavan und dem Museum of Man, beide in Bhopal, bemüht. Auf dem riesigen indischen Subkontinent entwickelten sich und existierten mehrere Zivilisationen zur gleichen Zeit. Während primitive Menschen noch immer die Höhen von Binbetka mit ihren Bildern bemalten, begann sich in den Ebenen des nordwestlichen Indiens eine hochentwickelte städtische Gesellschaft zu entfalten. Die Indus-Tal-Zivilisation, deren sich bis in das Jahr 3000 vor Christus zurückverfolgen lassen. Ihre Blütezeit erlebte diese städtische Zivilisation gegen 2500 vor Christus. Archäologische Funde in Gestalt von Terrakotta-Siegeln, Gefäßen, Spielzeug und die Überreste ihrer Städte lassen erkennen, dass die Menschen dieser Zivilisation eine hochentwickelte Technik und Kunst besaßen. Das, was von der Malkunst hätte Zeuge ablegen können, hatte die Zeit nicht überdauert. Die abstrakten, geometrischen Zeichnungen auf den großen Gefäßen aber lassen erkennen, dass Abstraktion und Stilisierung zu integralen Bestandteilen der Kunst der Indus-Tal-Zivilisation geworden waren. Die Stilisierung der menschlichen Figur erreichte ihren Höhepunkt in der großen Schlichtheit dieser Figur eines tanzenden Mädchens und der Muttergöttin. Die dekorativen Elemente, die später fester Bestandteil der klassischen indischen Bildhauerkunst und Malerei werden sollten, wurden hier großzügig für diese bärtige Figur verwendet, die wahrscheinlich einen Priester darstellen soll. Die nächste bedeutende Phase indischer Kunst wurde vom Buddhismus eingeleitet, der ab dem 5. Jahrhundert vor Christus das Wesen der indischen Kunst zu prägen begann. Der Stupa von Sanchi, den der Kaiser Ashoka, ein Herrscher der Maurya-Dynastie, im 3. Jahrhundert vor Christus errichten ließ, ist heute eine Stätte des Weltkulturerbes. Dieser Kaiser ließ den Buddhismus nach dem schrecklichen Blutbad der Schlacht von Kalinga zur Staatsreligion erklären und sich selbst zur Gewaltlosigkeit bekehren. Die Sandhi-Stupa-Anlage wurde von vielen Herrschergenerationen bis zum 12. Jahrhundert erweitert und ausgebaut, sodass zu ihr einst auch ein buddhistisches Kloster und ein Institut für junge buddhistische Mönche gehörten. Aber auch hier sind so gut wie keine Beweise für die Existenz von Malereien zu finden.
Dafür aber kann aus dem Fortschritt, den die Baukunst in Sanxi gemacht hatte und aus den Skulpturenbändern der Tore geschlussfolgert werden, dass sich auch die Mal- und Zeichenkunst jener Epoche durch eine große Vollkommenheit ausgezeichnet haben muss. Diese Skulpturen der vier Tore von Turana, die zum Hauptstupa führen, geben Ereignisse aus Buddhas vorherigen Leben und die Jataka-Geschichten wieder. Diese bildhauerischen Arbeiten gehören zu den bemerkenswertesten Exemplaren früher buddhistischer Kunst. Etwa 400 Kilometer südlich von Sanxi im jetzigen Bundesstaat Maharashtra sollten es Buddhisten später gelingen, eines der wichtigsten Wahrzeichen indischer Malkunst zu schaffen, und zwar in Gestalt der weltberühmten Wandmalereien in den Höhlen von Ajanta. Diese Höhlen wurden in der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem 7. Jahrhundert nach Christus mühevoll von buddhistischen Mönchen aus dem gewachsenen Gestein gehauen und sind heute Bestandteil unseres Weltkulturerbes. Die Wände dieser Höhlen wurden von Buddhisten mit Bildern verziert, die auf Stein und in Farbe die gleichen Jataka-Geschichten wiedergeben wie die, die von ihren Vorgängern in Sanxi in Stein gemeißelt worden waren. Inspiration für diese Bilder war die Vorstellung, dass der Zustand des Nirvana mittels Meditation erreicht werden kann, ein Gedanke, der den Kern der buddhistischen Philosophie bildet. An den Malereien von Ajanta tauchen zum ersten Mal einige der wichtigsten Züge der klassischen indischen Malkunst auf, die in späteren Geschichtsepochen immer wieder zu finden sein werden. Dazu gehört insbesondere die architektonische Natur der Wandmalerei, der lyrische Charakter der menschlichen Figuren, die eine große Anmut ausstrahlen und in eine Landschaft voller menschlichen Aktivitäten gesetzt wurden, wobei der Größenordnung mehr Achtung geschenkt wird als der exakten Darstellung der Umgebung. Die Phase der Ajanta-Malkunst erlebte gegen Ende des 7. Jahrhunderts nach Christus ihr Ende. Die buddhistischen Mönche aber beschäftigten sich weiter bis ins Mittelalter mit dieser Kunst. Der Buddhismus verbreitete sich in andere Teile Indiens wie Ladakh und in andere Teile der Welt, Tibet wie auch in China, Südasien und dem Fernen Osten. Dieser Prozess führte zur Entstehung der wichtigsten Kunstwerke buddhistischer Ikonografie und Kunst, die heute alle Teile unseres Weltkulturerbes sind. Im Thiksin-Kloster in Ladakh sind mehrere herrliche Exemplare buddhistischer Kunst aus dem 15. Jahrhundert zu finden. Die Tradition der Wandmalereien, insbesondere die, die ihren Höhepunkt in den Werken von Ajanta erreicht hatte, wurde von den Tempeln Südindiens übernommen. Die Wände dieses Pandabat-Tempels, zum Beispiel in Kottayam in Kerala aus dem 17. Jahrhundert, zieren heute noch Malereien zu Themen aus der Mythologie. Dieser Brauch, die Wände mit Malereien zu verzieren, ist auch in Teilen des ländlichen Indiens weit verbreitet, wie Madhubani im Bundesstaat Bihar, wo man Kovar oder den Raum des Ehepaars mit Bildern von dem Gott Ram und seiner Gemahlin Sita bemalt, die als Inbild eines vorbildlichen Ehepaars gelten. Auf ähnliche Art bemalen die Radwa-Volksstämme des Bundesstaates Madhya Pradesh ihre Häuser zu ganz besonderen Anlässen mit Bildern, die mythologische Figuren darstellen und mit komplizierten Motiven. Ganz eindeutig fanden auch Symbole des modernen städtischen Indiens wie Waffen und Uhren einen Platz in der Fantasie der Radwas. Nach Ajanta ist über einen 200 Jahre langen Zeitraum so gut wie nichts über die Malkunst in Indien bekannt.
In jener Zeit aber kam es in Indien zur Entfaltung der Jain-Religion, die auf die Kultur des westlichen Indiens einen großen Einfluss ausübte, was Ausdruck fand im Bau großartiger Tempel. Obwohl sich der Jainismus etwa zur gleichen Zeit wie der Buddhismus entfaltete, gelang es ihm erst zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert in den westlichen Teilen Indiens an Einfluss zu gewinnen. Die Jain-Könige, ihre Minister und Kaufleute, waren aufgeklärte Menschen, großzügige Bauer, die unter anderem auch Bibliotheken für religiöse wie auch säkuläre Schriften gründeten. Es waren meist Schriften auf Palmenblättern mit üppigen Illustrationen. Diese Illustrationen ermöglichten die Geburt der Miniaturenkunst. Die Jain-Miniaturen hielten sich bei diesen Malereien zwar an die flache Perspektive der Kunstwerke von Ajanta, wichen aber bei der Darstellung menschlicher Figuren ab, bei denen ein Auge gewöhnlich mit einem langen Strich endete, während das andere Auge oft über die Gesichtskonturen hinausragte. Als die Mogulen 1526 in Indien eintrafen, gab es bereits viele indische Maler, die seit mehreren Generationen diesen Beruf ausübten. Akbar, der berühmte Großmogul, der zwar Analphabet war, aber immer zum Lernen bereit war, ließ in Fatehpur Sikri nahe Agra Karkanas bzw. Ateliers einrichten, in denen Schriften wie Hamsanama illustriert wurden. Hamsanama bzw. Dastanel Amir Hamza ist die Geschichte von den Abenteuern eines Onkels des Propheten Mohammed. Etwa 1100 Episoden dieses Buches wurden mit Stoffbildern illustriert, von denen jedes 2x2,5 Fuß groß war. Die Arbeit dauerte 15 Jahre und wurde von zwei persischen Malern, Mir Sayyid Ali und Abdul Samad, beaufsichtigt, die viele indische Maler eingestellt hatten, die sich um die Details dieser Bilder kümmerten und dafür sorgten, dass es zu einer Synthese unterschiedlicher indischer Malstile kam. Die persische Kunsttradition ist die, die die Künstler mitbrachten. Indische Künstler, die aus unterschiedlichen Landesteilen kamen, brachten ihre eigenen Traditionen mit, wie die Gujarati, Lahori und Rajasthani-Tradition. Als man Akbar eine Bibel schenkte, die Illustrationen europäischer Künstler verziert war, bat er seine Maler, sie sich genau anzuschauen und sich diesen Stil anzueignen. Und so fanden auch europäische Stile einen Platz in dieser Kunst. Ghulam Mohammed Sheikh ist ein namhafter Maler, der an der MS-Universität von Baroda Kunstgeschichte lehrt und ganz offen zugibt, dass das Hamsanama für ihn eine unversiegbare Quelle der Inspiration ist. Um seinen künstlerischen Vorstellungen einen modernen Ausdruck zu verleihen, greift er ständig auf traditionelle indische Vorbilder zurück. Aber auch auf andere Quellen wie Simone Martini und Andro Lorenzetti aus Italien, um seine zeitgenössische Vision auszudrücken. Um noch einmal auf die Malkunst der Mogollen zurückzukommen. Die von Akbar begonnene Tradition des Illustrierens klassischer literarischer Werken und Folklore wurde von seinen Nachfolgern Jehangir und später Shahjahan weitergeführt, aber nicht in der Größe vom Hamsanama. Die Nachfolger Akbars führten auch das Genre der Miniaturmalerei ein und ließen Bilder in Buchformat anfertigen, die bequem in die Hand genommen werden konnten. Diese Malereien, die in den späteren Jahren in den Ateliers am Hofe der Mogollen entstanden, wurden als Mogol-Miniaturmalereien berühmt, die sich durch ihren großen Naturalismus und ihre Liebe fürs Detail auszeichnen. Einige dieser Miniaturen wurden von Thomas Rowe mit zurück nach England genommen, wo Rembrandt sie sah, der zutiefst beeindruckt war von den Details und leuchtenden Farben dieser mogolischen Meisterwerke. Die meisten der Rajputen-Fürsten unterhielten enge kulturelle und politische Beziehungen mit den Mogolen, wie zum Beispiel die Herrscher von Udaipur, Mewar, Kota, Bundi, Jodhpur und Kishnagar. Nachdem der berüchtigte Aurangzeb, der letzte der mächtigen Großmogole, kein Interesse an der Kunst hatte, begannen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Künstler den Hof der Mogolen zu verlassen, um zu den Höfen der Rajputen-Fürsten in Rajasthan und an die Fürstenhöfe in den Berg Nordindiens zu ziehen. In Rajasthan gab es bereits eine Art Illustration für die heiligen Schriften der Jain. Aber
Die Miniaturmalereien Rajasthans erlebten erst Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts ihre Blütezeit nach Eintreffen der ehemaligen Hofmalers der Mogollen. In Rajasthan kam es zur Entfaltung mehrerer sehr individueller Malstile, die charakteristisch für ganz bestimmte Fürstentümer waren, wie Udaipur, Kota, Bundi, Jodhpur und Kishangarh. Es gab aber auch Themen, die in allen Malstilen Rajasthan zu finden waren, wie die Radha-Krishna-Legende, die Baramasa bzw. die Jahreszeiten und die Ragamala bzw. Bilder, die von der Lyrik der Ragas inspiriert wurden. Noch wichtiger aber war, dass die Unterschiede in den Themen, die vielen Varianten dieses Genres von den örtlichen Gegebenheiten und dem Geschmack der Herrscher beeinflusst wurden, die ihnen eine ganz eigene Identität verliehen. So zum Beispiel ist an den Miniaturmalereien von Udaipur bzw. Mewar ein stärkerer Einfluss der Mogul-Miniaturen zu sehen aufgrund ihrer großen Krieger. Die Arbeiten von Mewar entstanden unter der direkten Aufsicht des Künstlers Sahib Din, eines namhaften Hofmalers der Mogollen. Die Miniaturmalereien von Kota stellen Jagdszenen dar und die von Bundi, das nur knapp 40 Kilometer von Kota entfernt ist, zeichnen sich durch ihre zarten Verzierungen aus. Es gibt Gelehrte, die der Meinung sind, dass das auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass einige der Künstler, die bei Saudin in die Lehre gegangen waren, von Udaipur nach Bondi gezogen waren. Der letzte und vielleicht schönste Rajasthani-Miniaturstil entfaltete sich im 18. Jahrhundert in einem winzigen Fürstentum namens Kishangarh, etwa 80 Kilometer von Jaipur entfernt. Vorbild für die Kishangarh-Miniaturen war eine Liebesgeschichte, die sich tatsächlich zugetragen hatte, die Geschichte von der Liebe des Dichterkönigs Rajasawan Singh für eine junge Schönheit namens Muntan bzw. die Wunderschöne. Natürlich wurde nach dem Brauch jener Zeit Banithan in Radha verwandelt und aus dem Rajasawan Singh wurde der himmlische Liebhaber Krishna. Lange noch bevor es für den Raja an der Zeit war abzutreten, gab es für seine heißgeliebte Banithan sein Königreich auf. Es war Nihal Chand, ein ehemaliger der Meistermaler vom Hof der Mogollen, der diese Meisterwerke der Miniaturmalerei schuf. Nicht zu vergessen sind die anderen Berühmtheiten dieser Malschule wie Bhavanidas und Surat Ram. Der Stil dieser Miniaturmalereien zeichnete sich durch die Verwendung von Goldstaub, leuchtenden Farben und zarten, fast schwebenden Figuren aus. Es war die künstlerische Vollkommenheit dieser Miniaturmalereien aus Rajasthan, die den namhaften Kunstwissenschaftler Anand K. Kumaraswamy dazu veranlassten zu schreiben, dass den Arbeiten der Rajputenmaler einen Platz unter den berühmten Kunstwerken dieser Welt gebühre. Ende des 17. Jahrhunderts kam es auch in den Fürstentümern in den Ausläufern des Himalayas zur Entstehung paralleler Schulen von Miniaturmalereien, die, wie auch in Rajasthan, nach diesen Fürstentümern benannt wurden. Zu ihnen gehören die Malschulen von Kangra, Golai, Jammu und Vashuli, die unter dem Sammelbegriff Pahari-Miniaturen bzw. Miniaturen aus den Bergen berühmt wurden. Eine der bedeutendsten dieser Schulen ist die von Vashuli, die Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte. Die Linien der Vashuli-Miniaturmalereien, die Umrisse der menschlichen Figuren und landschaftlichen Details heben sich scharf von einem schlichten Hintergrund ab. Der Stil von Vashuli ist außerdem für seine ungewöhnlichen und äußerst fantasievollen Farbkombinationen bekannt, wie zum Beispiel Zitronengrün, das mit leuchtendem Gelb kombiniert wurde, das aus Volkskunst gewonnen wird. Diese Farbkombinationen wurden zur Wiedergabe ganz bestimmter Stimmungen verwendet, die gewöhnlich nicht mit diesen Farben in Verbindung ausgedrückt wurden.
Der alte Brauch der Volksstämme, die Wände ihrer Hütten zu bemalen, die Wandmalereien von Ajanta, die Miniaturmalereien der Mogollen aus Rajasthan und die Pahari-Miniaturen sind eine unversiegbare Quelle der Inspiration für moderne indische Maler, wie zum Beispiel Swaminathan, der 1994 starb und sich stark von der Stammeskunst einerseits und den Pahari-Miniaturen andererseits inspirieren ließ. Natürlich beschränkte sich Swaminathan als Maler nicht auf die Sprache oder Technik dieser Quellen, sondern verwendete die Farben der Miniaturen und ihre zarten, spitzenartigen Details und schwebenden Formen, um weite Räume und neue Bilder zu schaffen. Auf ähnliche Art greift Amitav Dash, ein Maler aus Delhi, auf die Farben der Vashuli-Miniaturen zurück, um mit ihnen seine existenzialistischen Formen zu schaffen, unvergesslich in ihrer Isolation. In allen Kulturen dauert es viele Generationen, bis Traditionen Fuß fassen und sich entfalten können. Der moderne Künstler ist auf keine Art verpflichtet, in den Fußstapfen bestimmter Traditionen zu folgen, weil er in einer anderen Welt lebt und anders auf eine Realität reagiert, die damals, als sich diese Tradition entfaltete, nicht existierte. Dennoch zieht es viele Künstler des modernen Indiens zu diesen Traditionen, von denen sie sich inspiriert fühlen, und die ihnen helfen, ihre eigene ganz individuelle Sprache zu entwickeln.